Geht's? Ja. Gut, ja. Krono begrüßt euch mit einem Ja. Alles klar? Wisst ihr Bescheid? Ja, hätte ich vielleicht mit einem Nein beginnen sollen. Was du möchtest. Oh, wir haben Felsgrab gefunden. Guck mal, er hat eine TM für dich. Nach 100 Jahren. Ha? Da ist sie endlich. Die TM Felsgrab für den guten Krono, der ja kein Bodenpflanze ist, sondern Gestein. Aber Fokker meldet sich auch schon. Wir hauen Biss raus. Weg damit. Wir müssen keinen beißen. Step-Attacke muss ran. Und Felsgrab kann dann auch noch... Obwohl... Nee, Fokker braucht kein Felsgrab. Ich gehe trotzdem mal gerade gucken. Felsgrab ist eigentlich... Also Felswurf okay. Ich mag Felswurf. Auch wenn es irgendwie... dumm ist, aber... Ich sag mal so, wenn Felswurf dreimal trifft, haben wir ein Damage von 75. Wobei man das so nicht zählen darf, weil... Ne? Ah, ich weiß nicht. Aber Felsgrab ist schon gut. Es senkt halt die Initiative und Dampfwalze auch. Was halt gut ist für unser Stein-Pokémon. Aber so lange gehen die Kämpfe eigentlich gar nicht. Später wird es darauf hinauslaufen, den Gegner schneller zu one-hitten als er uns. Aber ja, gerade deswegen ist Felswurf eigentlich auch schlecht. Weil Felswurf den Gegner die Möglichkeit gibt zu überleben. Weil es wird einfach später so sein. Die Level sind einfach später so hoch. Da geht es einfach darum, wer wen zuerst weghaut. Der gewinnt dann die Teamfights. Das ist halt in der Version leider so. Oder es ist gerade deswegen so gut. Kommt drauf ran. So, Feuerstein. Wasserstein haben wir schon. Feuerstein. Wir haben alle möglichen Steine. Ich könnte mir Flamara machen. Flamara wäre sogar eigentlich eine richtig geile Wahl. Weil für Flamara gibt es sogar jetzt in der... Also nach 100 Jahren, muss man ganz ehrlich sagen, gibt es für Flamara wirklich gute Attacken. Flamara war auch so ein Pokémon früher, wo du gesagt hast, so, boah, was soll ich... Keine Ahnung, Flamara, mega hohen Angriffswert. Alle Feuerattacken früher einfach nur spezial. Und da hast du dir auch so gedacht, Alter, was soll ich der Alten geben? Weißt du? Du kannst einfach nicht ihre Stärke ausnutzen. Und mit der Zeit gab es dann wirklich gute Sachen. Flammenblitz, Flammenrad, Feuerzahn. Alles physische Feuerattacken mit guten Damage-Werten. Gerade Flammenblitz und sowas. Verursacht zwar Selbstschaden, aber shit! Bronzong, Alter, an dem bin ich vorhin stecken geblieben wie sonst was. Das Ding hat mir die Nerven geraubt. Aber diesmal habe ich wenigstens eine Antwort darauf. Tombkick in deine Fräse. Bronzung wäre auch... Oh, Alter. Alles klar? Wir haben uns die Knochen gebrochen. Auch geile Message. Bricht sich die Knochen. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, sind wir erstmal halb tot? Ich glaube, Kraftwelle hätte eigentlich gereicht. Ja, jetzt durch Eisenabwehr natürlich nicht mehr. Also ich mache mir gerade keine Sorgen. Bronzong ist eigentlich ein Verteidigungsmonster, kein Damage-Monster. Deswegen, außerdem ist es Psycho-Stahl, also beides passt nicht. Beides ist nicht sehr effektiv auf uns. Wir sind Psycho-Kampf. Also Kampf ist der Vorteil gegenüber Stahl und ja, alles andere auch. Also easy going. Wir machen es einfach mit Kraftwelle platt. Passt schon. Dauert wenigstens nicht so lang wie mein erster Kampf gegen Bronzong. Weil mein anderes Team war echt ziemlich schlecht gegen Bronzong. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Gyroball. Das ist eine gute Attacke gegen uns. Wir scheinen ziemlich schnell zu sein. Ah, Volltreffer. Wunderbar. Hat doch gereicht. Rip-Bronzong. Level 40 für Lili. Wie gesagt, Lili ist momentan... ihre Stärke kommt später über ihre Vielfalt. Das werdet ihr noch früh genug erfahren oder sehen, was ich damit meine. Ah, ich hätte dich reinschicken, Krono. Wie dumm von mir. Wie lange muss ich jetzt eigentlich aufnehmen? Ich habe den Part kurz nachgestartet, also bis da. Okay. So, Felsgrabi. Können wir direkt mal nutzen, Amsi. Da sieht man nämlich, wir sind viel langsamer als Flatiyamo. Flatiyamo? Flatiyamo, das klingt einfach komisch. Und da sieht man auch den Vorteil, ein Felsgrab trifft wie immer zuverlässig. Kappa. Oh, was machst du? Aha, sieht eine Attacke vorher. Aha, was? Alles klar. So, da sinkt die Initiative, genau. Das ist schon geil. Wir haben eine Gesteinattacke, die Initiative sinkt. Und wir haben eine Bodenattacke, die Initiative sinkt. Man sieht aber, unsere Initiative ist einfach so schlecht mit Georock alias Fokker, dass es sogar nichts bringt. Also einmal die Initiative zu senken. Und der zweite ist halt der Kill. Deswegen ist es momentan so ein bisschen... Man hat es, aber man braucht es nicht. Ne? Wisst ihr Bescheid, was ich meine? Gut. Ich glaube, wir sind ein bisschen angeschlagen, oder? Sogar Lili ist, glaube ich, angeschlagen. Das ist der Feuerstein, den muss ich später noch umsortieren.
Wie sieht Lilly aus? Das geht. Es geht. Und Gronn ist immer ganz leise, so. Nichts zu hören. Stellt euch vor, ich bin alleine am Aufnehmen, wie immer. Oh, da ist was. Sonderbonbon. Ich hab's gefunden. Es ist meins. Ist jetzt gerade draußen echt der Rasenmäher? Jungs, Mädels, wenn ihr den hört, sagt Bescheid. Ich höre noch keinen. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe gar keinen Bock, dass man den hört. Ich will hier keinen Trainer verpassen. Hey, komm her. Ah. Die Musik ist sehr psycho, das ist auch immer echt psycho. Ja, das habe ich genauso gesagt. Psycho Quint, alles klar. Wen hast denn du? Ah, die Mumie. Wie gesagt, also so entwickelt ist der echt ziemlich geil, aber da ist schon Arbeit, den wirklich auf dieses Level zu bekommen. Das dauert schon. Ich überlege gerade, wo wir überall durch müssen. Wir müssen durch die Donnerhöhle? Wo kommen wir dann hin bei der Donnerhöhle? Ah, genau, dann kommen wir schon zu der Stelle mit den Herzschuppen, genau. Und zu der Flugarena, dann zu dem Turm, Himmelsturm. Stimmt, das geht relativ schnell. Und dann kommt die Höhle, wo wir dann VM3 Surfer bekommen. Ah, Leitheiler, verdammte Scheiß, wie, hör auf damit. Nein, 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 nein. War kein Leitheiler? Ich hätte schwören können, das war Leitheiler. Ist die ROM irgendwie verbuggt oder was? Das hätte oder hat das nicht so funktioniert, weil das so knapp war von unseren Lebenspunkten her? Weil wir waren ja fast gleich auf, würde ich fast sagen. Weil, soweit ich weiß, hat das Vieh ziemlich viel Leben. Und wir ziemlich wenig. Also 117 Lebenspunkte auf Level 40 ist schon wenig. Lepumentas, okay, das ist das Vieh. Ja, Conno, du bist nur Level 39. Du darfst immer durchschlitzen. Mit der Rasierblatt. Der Ruf ist auch geil. Denn mit Sims war so das Beste. Schaut euch das Riesenvieh an. Einmal rasieren, bitte. Fry House. Hat zwar keine Haare, das Lepumentas, aber darauf achten wir jetzt mal nicht. Krafttrick. Vertauscht deine Angriffs- und Verteidigungswerte. Schöner Trick, aber guck mal, ich zeig dir den besseren. Blätter in dein Gesicht. Ja? Ganz schön scharf. Wie Rasiermesser. Und dann mal Level 40 erreicht. Man muss schon, also man muss ganz ehrlich sagen, guck mal hier. Gronno Level 40 mit 158 KP. Das ist einfach krank. Also es ist echt schon, Chellas ist echt schon ein Monster. So, das ist der Turm. Hier ist noch ein Item. Die werde ich dann später sortieren. Komm her. Ein Super Trunk hat sich ja voll gelohnt. Super, ich habe einen Trunk. Ah, haben wir noch nicht. Du. Ob ich reise oder nicht, ich bin immer auf der Suche nach neuen Entdeckungen. Entdeckst du mal mein Pokémon, weißt Bescheid. Hast du was entdeckt? Also die hat dann wirklich was entdeckt. Ah nein, das Kaktus-Pokémon. Was habe ich nochmal gegen Pflanzen-Pokémon, by the way, im Team? Gar nichts, ne? Da war ja irgendwas. Okay, warte mal. Mein neues Team mit... Nein! Ich wollte kein Turm... Nein! Ich wollte nur gucken. Okay, never mind. Nice. Alles klar. War so geplant. Also, war voll geplant. Ah. Ich bitte euch, was erwartet ihr von mir? Das sind die absoluten Player-Skills hier. Von mir gibt es immer nur das Beste vom Besten zu sehen. Die Noobigkeit im... Oh, Zixas hat ein Item. Da. Also wir kommen hier aber echt gut durch. Ich hätte eigentlich gedacht, wir haben hier volle Probleme. Hyperball. Nice. Nehme ich mit. Okay, alle sind Level 40. Wir schicken mal wieder Focker nach vorne. Damit er einfach schnell Level 41 erreicht. Und dann bombe ich einfach einen Sonnenbomber rein, damit er Level 42 erreicht. Einfach, weil ich wissen will, ob er sich dann entwickelt. Ich mache mir langsam Sorgen. Dich hatten wir schon. Da oben ist noch ein Typ mit einem Item. Das habe ich gesehen. Den vergesse ich auch nicht. Ich will gerade nur hier unten alles abchecken. Ah, Flampion. Sehr schön. Den haben wir doch noch gar nicht. Den haben wir immer deleted. Das heißt, nach Flampion dürfte ich eigentlich einen Schutz einsetzen, oder? Dürfte ich? Sollte ich? Müsste ich? Könnte ich? Aber alles, was ich habe, wird ihn töten, ne? Hier, ich zeige es euch einfach mal. Egal, was ich mache, er stirbt. Das ist einfach sehr effektiv. Ich kann nichts einsetzen. Ich hätte Pokémon tauschen müssen, ja. Egal. Das war offensichtlich, dass er das nicht überlebt. RIP, Flampion.
Weiter geht's. Genau, hier unten wollte ich. Genau, hier waren wir. Und hier rechts wäre dann nichts mehr, ne? Ne. Gut. Zu dir. Dich hatten wir. Und dann hier oben das Item. Wo war's? Da. Gut. Tafelwasser. Ja, immerhin. Ein Stückchen Wasser ist immer gut. Und dich haben wir noch nicht. Den Wanderer da oben haben wir übrigens. Das ist ja da, wo wir quasi rein sind, zu der Ruine. Die wird auch später nochmal wichtig im einem anderen Spielzeitpunkt. Zu einem anderen Spielzeitpunkt. Psychokora. Ach, und Chrono, du kennst das Spiel ja immer noch nicht so richtig, ne? Also siehst du alles erst zum ersten Mal, ne? Jo. Ist wahrscheinlich für dich gerade komplett hässlich, diese Wüstengegend. Aber na gut. Ich So hab ist es nichts gegen halt. Wüsten. Naja, du hast nichts. Okay. Sehr effektiv. Krieg Fokker ein bisschen auf die Nüsse. Okay. So, Gossana. Das ist sehr effektiv. Boah, du stirbst nicht. Wow, unlucky. Initiative sinkt. Hoffen wir dann mal, dass wir schneller sind. Okay. Oder Sandsturm. No comment. Oder Sandsturm. Na? Der Noob spricht. So, Fokker, sehr schön. 117 Verteidigung schon. Ist nicht so schlecht. Ach ja, und wenn ihr euch fragt, warum wir immer so viel Kohle kriegen, das liegt am Münzamulett. Das hat nämlich der gute Fokker an. Und ich mache das jetzt einfach nur aus Neugier. Du, 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 du. Tarnsteine. Tarnsteine ist doch nicht gut. Nee, ich brauche keine Tarnsteine. Ich weiß. Aber entwickelt sich immer noch nicht. Aber meine Experten haben mir versichert, es entwickelt sich durch Level Up. Deswegen werde ich da ganz gemütlich chillen. Und nichts machen. Einfach weiter trainieren. Oh, aber wann denn, ey? Auf was zum Level ist denn das gerade? 42. Sonderbombe einfach jetzt gerade mal geboostet. Ich dachte 42, weil Simsala kriege ich auch 40, deswegen. Ah. Ärgerlich. Sollen wir noch länger warten? Oh, wie süß. Guck mal. Er denkt, er hat einen Vorteil. Er hat einen Pflanzen-Pokémon gegen sich. Mal überraschen wir die Vogelscheuche einfach mal. Bäm, Gestein. Und überlebt. Nein, ich wollte dich doch fangen. Du wirst so eine fucking Steinattacke überleben. Nutzloses Flugpsycho-Pokémon. Ah. Ja. Deswegen, ich wollte es haben. Aber so, na gut, dann eben nicht. Wir haben genug Pokémon, glaube ich, erstmal hier so für die nächste Zeit gefangen. Müssen jetzt nicht jedes einzelne fangen. Und wir rennen zurück. Und während wir zurückrennen, machen wir einen Cut. Denn wir düsen jetzt Richtung nächste Stadt. Und da muss ich etwas überprüfen. Da muss ich dann meinen Safe State setzen. Vielleicht können wir da ein paar Arena in diesem Arena-Battle-Ding unten battlen. Kriegen wir Punkte. Vielleicht kriegen wir ja doch die Schafsklaue. Aber muss ich mal gucken. Ja? Hat Conno sich ein bisschen erkundigt und ich werde mich dann auch mal dort gleich erkundigen. Oh, und da drüben sehen wir schon den Trainer. Bis morgen, Leute. Nächste Part.